Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Martin Rigid Cuff Modell S Handschelle. Und zwar ist dies eine kleine Handschellenmanufaktur, die quasi solche Handschellen komplett aus Aluminium fertigt. Wir haben hier als einzige Beschriftung unten drunter die Seriennummer, die 0085. Also wirklich eine Kleinproduktion. Es fällt auf, hier die Form, die hier unten sehr geschwungen verläuft, also sehr kunstvoll geschwungen und hier oben fast geradlinig bis auf diese beiden kleinen Einwülstungen. Wir sehen, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben entsprechend benutzt wurden. Die Schrauben sind in der Mitte ausgebohrt, dass sie nicht herausgedreht werden können. Und weiterhin haben wir hier noch zwei Schrauben ebenfalls. Nein, die sind nicht ausgebohrt. Diese sind hier für die Führung des Schlüssels. Wir sehen auch hier, dass hier ein Gewinde aufgesetzt ist. Also recht einfache Bauweise. Weiterhin sehen wir hier drei verschiedene Ebenen, also hier das Mittelstück, welches einfach nur hier den Verschluss des Handschellenkörpers bildet und dann entsprechend die einteiligen Außenstücke hier mit Schlüssellöchern versehen und hier auf der Rückseite eben nicht. Die Ecken bei dieser Handfessel sind leicht angeschrägt, damit sie nicht scharfkantig daherkommen. Und ansonsten haben wir hier einen fortlaufenden Handschellenflügel, der sich immer weiter verjüngt, bis hier zur Vernietung ebenfalls eine Schraube, die hier ausgerundet wurde. Und dann haben wir hier den Handschellenbügel. Dieser ist eckig gefertigt und auf der anderen Seite ebenso. Und damit kommen wir schon zum Geräusch der Handschelle. Man muss die Handschelle regelmäßig ölen, ansonsten ist sie sehr schwergängig, gerade auf die letzten Zentimeter. Hier am Scharnier merkt man das ebenfalls. Das ist aber hier dem Material geschuldet. Die andere Seite geht etwas leichter. Und wir sehen hier den Bügel der Handschelle. Wir haben hier einseitig eine Führungsrille. Diese Führungsrille läuft hier hindurch, um ein Aufziehen der Handschelle zu verhindern. Ansonsten haben wir hier am Handschellenbügel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mit dem hier oben eigentlich 10 Zähne. Für 10 verschiedene Schließpositionen. Wobei die größtmögliche diese hier ist. Mit 7,5 cm. Und die kleinstmögliche diese hier. Mit 3,8 cm. Weiterhin haben wir hier eine einfache Schlossfalle in der Handschelle und diese hat hier zwei Zähne. Das Geräusch hört sich aluminiumtypisch sehr dumpf an, sehr seicht. Aber die Handschelle bleibt zu. Weiterhin haben wir hier einen Handschellenschlüssel. Dieser ist einfach ein Clioso-Schlüssel, hier mit der Nummer 8 beschriftet. Und hier unten haben wir den Dorn für die Nummer 8. Der ist einfach abgefeilt worden. Also prinzipiell ist das ein passender Schlüssel für die Clioso Nummer 13 oder auch Nummer 15. Um die Handschelle hier zu öffnen, wird der Schlüssel hier eingesetzt.
und hier entsprechend einmal gedreht in Richtung Handschellenmitte. Dann kann die Handschelle hier auch komplett einmal befreit werden. Wir sehen das hier, wie der Schlüssel die Schlossfalle zurückzieht. Weiterhin haben wir hier ein Pin zum Setzen des Double Locks. Auf dieser Seite ebenfalls. Dieser kann mit der Kante des Schlüssels hier gesetzt werden. Und um den Double Lock dann wieder zu entfernen, das geschieht hier auf halbem Wege bei der Drehung zur Öffnung. Nein, in die andere Richtung, Entschuldigung. Und dann können wir hier in der richtigen Richtung die Handschelle wieder komplett öffnen. Ich mache das hier noch einmal. Andere Richtung. Hier wird der Double Lock entfernt und hier wird die Handschelle befreit. Oder der Bügel entsprechend befreit. Alles in allem eine sehr simpel, aber sehr gut konzipierte Handschelle mit vollem Funktionsumfang. Wir kommen nun noch zum Gewicht dieser Handfessel. Und hier haben wir exakt 400 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.